Dann möchte ich ganz herzlich begrüßen zu unserer allerersten digitalen Live-Programm im Begleitprogramm von unserer aktuellen Ausstellung Aufbruch und Reform. Herzlich willkommen bei uns zu Hause mehr oder weniger. Ganz kurz zur Ausstellung Aufbruch und Reform, Pionierinnen und Pioniere der modernen Sozialarbeit in Prenzlauer Berg während der Weimarer Republik. Ist schon im Dezember letzten Jahres geöffnet worden, aber wir haben aus bekannten Gründen bisher ganz wenig Publikum gehabt und hoffen natürlich, jetzt bald wieder öffnen zu können. Aber die Ausstellung ist bis Mitte Oktober sichtbar und wir freuen uns natürlich, wenn Sie nach der Lesung heute und nach der digitalen Führung morgen irgendwann wieder live zu uns kommen zu können. Ich bin Ellen Rothers, ich arbeite im Museum Pankow in der Vermittlung und für die Veranstaltungen. Und die kleine Kachel unten im Fenster Museum Pankow ist meine Kollegin Christine Witte, die maßgeblich diese Lesung organisiert hat und die heute als technische Moderation im Hintergrund fungiert. Also wir sind eigentlich zu dritt heute und freuen uns, dass wir tatsächlich live Annette Gröschner begrüßen können, die heute liest für uns. Annette Gröschner ist in Magdeburg geboren und lebt seit 83 in Berlin und hat relativ schnell in Berlin ankommend schon damals für das Prenzlauer Bergmuseum, so hieß es damals, gearbeitet. Heute heißt es Museum Pankow. Annette, du hast Germanistik studiert in Berlin und Paris und bist freiberufliche Schriftstellerin und Journalistin und warst, das fand ich spannend, seit zwischen 2015 und 21 Gastprofessorin für Kulturjournalismus an der Universität der Künste und arbeitest als Gastperformerin sehr erfolgreich bei Shishi Pop. Du veröffentlichst Lyrik, Prosa, Dokumentarliteratur, Radiofeatures und Theaterstücke und bist viel online unterwegs. Man sieht dich in allen möglichen Formaten, auch in letzter Zeit besonders, und bist auch bei Ausstellungen beteiligt gewesen. Ganz besonders haben wir uns jetzt gefreut, dass du mit in der Ausstellung präsent bist durch einen eigenen Text, weil, oder nicht deswegen freuen wir uns besonders, aber wir freuen uns besonders, dass du den großen Kunstpreis gewonnen hast in diesem Jahr, den Fontane-Preis. Und ich würde gerne einmal ganz kurz einen kleinen Teil aus der Jurybegründung vorlesen, weil ich finde, das passt sehr zu dem natürlich, wie wir dich kennen und aber auch zu dem, was du heute für uns und mit uns lesen wirst. Ein Text, den du ja für das Museum geschrieben hast. Also die Jury begründet den Preis für dich mit folgenden Worten. Annette Gröschner ist eine unermüdliche Chronistin der Stadt, ihrer Geschichte, ihrer Veränderung und natürlich ihrer BewohnerInnen. Sie ist Planeurin und wandelndes Stadtarchiv gleichermaßen und verbindet in ihren Texten literarische, soziologische und historische Herangehensweisen. Es handelt sich um dichte Beschreibung im besten Sinne. Ihr literarischer Blick hat eine menschenfreundliche Schärfe, der die Stadt und alles, was sich in ihr bewegt, klarer, komplizierter und kontrastreicher herausstellt. Das hat geschrieben Monika Rink als Begründung der Jury. Und ich finde das auf den Punkt gebracht, weswegen wir, sage ich jetzt mal, als Museum außerordentlich verdient finden, dass du in diesem Jahr den Preis bekommen hast. Und wir auf diese Weise wollen wir dir nochmal herzlich gratulieren dazu. Und freuen uns natürlich, dich heute begrüßen zu können als Lesende. Und zwar als Lesende eines Textes, den du geschrieben hast über Ruth Fischer. Der Text und die Lesung heute heißt Ring über Ostkreuz, Ruth Fischer auf dem Weg zur Arbeit. Und bevor du liest, würde ich gerne dich ganz kurz fragen wollen, warum Ruth Fischer? Was hat dich an Ruth Fischer interessiert, begeistert, neugierig gemacht auf sie? Ja,
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich sehe gerade, dass hier die Sonne über dem Haus steht und ich so ein bisschen komisch aussehe, aber ich habe keine Gardine und deswegen kann ich es jetzt hier nicht zumachen. Also es gibt eine kleine Corona sozusagen. Passt ja. Ja, Ruth Fischer. Ja, Ruth Fischer fasziniert mich auf so eine ambivalente Weise schon viele, viele Jahre. Ich habe ja sehr intensiv über Franz Jung geforscht und also sowohl hier in Berlin als auch in New York, wo er dann im Exil war. Und da tauchte der Name Ruth Fischer immer auf. Und Ruth Fischer war ja so eine Person, die man, wenn man in der DDR aufgewachsen war, immer so als ja, Feind des Kommunismus vermittelt bekommen hat, weil sie war ja mit ihren beiden Brüdern im Zwist, also mit Hans Eisler und Gerhard Eisler, und hatte vor dem Ausschuss für unamerikanische Tätigkeiten 1947 gegen ihre Brüder ausgesagt und damit auch gegen den Kommunismus. Und ich fand sie immer ambivalent, weil sie eben eine sehr streitbare Person war, die auch ja, manchmal sehr, also auch nicht so schnell verzeihen konnte. Und andererseits war sie eben halt eine der wenigen Frauen in dieser Zeit, die politisch aktiv waren und die das auch durchgehalten haben. Und sie war ja die erste Frau, die eine Partei sowohl gegründet hat, also die Österreichische Kommunistische Partei, als auch eine Partei geführt hat, die KPD 1924, zusammen mit Arkadi Maslow, ihrem Freund und Wegbegleiter. Und das ist natürlich was Besonderes gewesen, ja, wenn man sich vorstellt, damals im Reichstag oder auf den Marktplätzen, es gab ja keine Mikrofone, also man musste sich ja auch durchsetzen mit der Stimme. Also solche Kleinigkeiten auch, die man heute gar nicht mehr so in Erinnerung und im Kopf hat, was mir aber zum Beispiel immer auch bei Rosa Luxemburg, was ich mich gefragt habe, wie hat ihr das geschafft, in so großen, vor so großen Mengen von Leuten zu sprechen? Ne? Solche Sachen waren für mich immer interessant. Und ich habe ja sehr lange über Franz Jung auch gearbeitet dann und war dann auch, also habe auch so Texte von ihm gelesen, die jetzt nicht unbedingt veröffentlicht waren und oder nur so in abgelegenen Büchern. Und die beiden wollten ja dann zusammen auch eine Biografie über Arkadi Maslow schreiben und sich nochmal stärker mit der kommunistischen Bewegung beschäftigen. Und dazu kam es aber nicht mehr, weil Ruth Fischer dann gestorben ist, 1961 in Paris. Und deswegen ist das dann abgebrochen. Aber das wäre natürlich auch nochmal eine interessante Sicht auf die Dinge gewesen. Und ja, und ich habe dann irgendwann, ich habe ja so eine Reihe im Literaturforum im Brechthaus über Biografien und dort hatte ich auch den Biografen von Ruth Fischer, der ja sehr dicke Mario Kessler, der eine sehr, sehr ausführliche Biografie über sie geschrieben hat, also quasi wie so ein sehr ausführliches Quellenstudium gemacht hat. Die ist jetzt als literarische Biografie nicht so toll, aber halt als Quelle. Und also wissenschaftliche Arbeit, die übrigens auch im Netz frei zu lesen ist. Da ist eben sehr viel drin, also sehr viel, was eben auch so die Kleinigkeiten ihres Lebens angeht. Ne? Also wo hat sie gewohnt, wo hat sie sich bewegt, wo ist sie, wann ist sie wohin gegangen? Ne? Solche Sachen sind ja auch immer interessant. Und gerade wenn man eine Erzählung schreibt, die quasi diese historische Zeit beschreibt, ist es natürlich immer sehr wichtig, dann auch. Oder mir ist es dann sehr wichtig, auch das Gerüst so genau wie möglich zu machen. Also wie ist sie wo hingekommen, ja? Und wo hat sie wann gewohnt? Das ist dann schon sehr interessant und wichtig auch. Und in deinem Text, den du uns gleich vorlesen wirst, das ist ja quasi ein Mikrokosmos, ne, aus ihrem Leben, nämlich eine S-Bahnfahrt. Ja, das war ja auch etwas, was mich dann wirklich fasziniert hat, als ich mich mit ihr beschäftigt habe. Also man kennt sie halt als diejenige, die in New York ausgesagt hat, die in Paris war. Aber dass sie ausgerechnet im Prenzlauer Berg in der Sozialfürsorge gearbeitet hat, das hat mich dann doch irgendwann ja, sehr überrascht, als ich das mitbekam. Und ich habe es eben halt auch deswegen mitbekommen, weil ich diese Kinderfibel, die deutsche Kinderfibel gefunden habe und dann auch im Antiquariat, die war damals noch nicht wieder neu aufgelegt worden, im Antiquariat erworben habe und
Das ist halt die Originalausgabe von 1933. Und dass sie sich eben halt mit solchen, ja eigentlich für so eine, die aus der kommunistischen Bewegung eher profanen oder kleinteiligen Sachen beschäftigt hat, wie jungen Leuten zu helfen, nicht in die Kriminalität abzurutschen, das fand ich dann doch spannend. Ja? Also diesen Weg von der, sie war ja, ja, im Prinzip war sie kurz vorher noch Vorsitzende der KPD gewesen und Reichstagsabgeordnete und dann ist sie ja mal Sozialfürsorgerin. Und das war ja auch ein Glücksfall für sie, weil sie hatte das halt studiert und dann haben sie, und sie musste zum Arbeitsamt, weil sie quasi als Reichstagsabgeordnete 1928, da war die Legislaturperiode vorbei, sie wurde nicht wieder aufgestellt und musste dann arbeiten und dann hat sie eben, ist sie zum Arbeitsamt gegangen und dann haben die gesagt, naja, mit ihrem Studium, was sie gemacht haben, dann machen sie noch ein paar Weiterbildungen und dann sind sie Sozialfürsorgerin, machen sie das doch und das haben sie dann gemacht. Ja. Das, was, glaube ich, auch nicht jeder Politiker, jede Politikerin machen würde, wenn sie abgewählt wird, dann zu sagen, okay, dann wäre ich mal Sozialarbeiterin und gehe in ein Schwerpunktgebiet, denn man muss ja sagen, es gibt ja heute so eine seltsame Vorstellung vom Prenzlauer Berg als Ort der sehr gut verdienenden, linksliberalen, gut ausgebildeten EigentumswohnungsbesitzerInnen. Aber 1929 war das hier ein sehr, sehr armes Gebiet mit sehr vielen Leuten, die quasi durch die Weltwirtschaftskrise eben auch in die Armut abgerutscht waren. Und unter sehr, sehr schlechten Bedingungen auch in diesem Bezirk gelebt haben. Also es gab hier viel zu tun für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Mit einem außergewöhnlich hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen, ne, kann man noch dazu sagen. Insofern ein Feld für diese. Ja, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig, ich kann mich jetzt nicht ganz dafür verbürgen, aber wenn ich es richtig in Erinnerung hatte Prenzlauer Berg zu der Zeit genauso viel Einwohnerinnen und Einwohner wie Pankow heute insgesamt, so auch 300.000 noch was. Also man hat hier sehr eng gewohnt auch. Ja. Ja. Das ist auch natürlich der Weg, wie sie in unsere Ausstellung gekommen ist als Fürsorgerin. Und das Buch, was du gerade hochgehalten hast im Original, ist auch in der Ausstellung zu sehen. Und das war ja unsere Motivation auch, dich nochmal zu fragen, ob du einen nochmal eigenen Text dazu verfassen könntest, der als Audio bei uns in der Ausstellung hörbar ist. Ich würde vorschlagen, dass du vielleicht gleich anfängst zu lesen und wir uns danach nochmal unterhalten. Und für das Publikum sozusagen zu Hause gibt es die Möglichkeit, auch Fragen oder Anmerkungen sich zu beteiligen, entweder direkt oder über YouTube, oder die Personen, die kein YouTube haben, können das übers Telefon machen. Die Nummer ist bei mir im Namen integriert, also wenn Sie auf mein Feld gucken, steht da auch die Telefonnummer, über die man das machen kann. Und es kann über Telegram und Signal kann man Nachrichten schicken, die wir dann bündeln und ins Gespräch reinnehmen wollen. Hier ist die Nummer nochmal. Aber sie bleibt neben meinem Namen die ganze Zeit sichtbar, sodass Sie sich gerne nach der Lesung von Annette am Gespräch direkt beteiligen können oder quasi über Bande direkt beteiligen können. Dann würde ich vorschlagen, Annette, dass wir unser Gespräch gleich nach dem Lesen nochmal fortsetzen. Dann würde ich mich jetzt nämlich auch stumm schalten und du hast das Wort. Okay. Die Erzählung heißt Ring über Ostkreuz, Ruth Fischer auf dem Weg zur Arbeit. Ruth hatte sich angewöhnt, jeden Morgen an der Hermannstraße in den 6.20 Uhr Zug der Ringbahn zu steigen, immer in den letzten Wagen. Ihr Ziel, der 20 Minuten entfernte Ringbahnhof Prenzlauer Allee, hatte nur einen Ausgang und der war am Ende des Zuges. Sie fuhr täglich, außer Sonntag, den Ring über Ostkreuz, seit sie Fürsorgerin in 5 nach 12 war, wie sie die Gegend nannte.
Wenn man den Ringbahnverlauf als ein stilisiertes Zifferblatt und nicht als einen Hundekopf ansah und Gesundbrunnen als volle Stunde, war die Station Prenzlauer Allee 5 nach 12. Was hieß, die Zeit verpasst. Das dachte sie oft, wenn sie in die Familien ging, in die Kellerwohnungen absteigen, Kochstuben und Seitenflügelwohnungen mit dem dunklen Berliner Zimmer. Immer kam sie zu spät. Seit 2 Jahren, die sie im Bezirkswohlfahrts- und Jugendamt des Prenzlauer Berg beschäftigt war. Immer lag das Kind schon im Brunnen oder mit 3 Geschwistern und Wanzen im Bett. Nie musste sie in die neuen Häuser nördlich der Ringbahn zwischen den Stationen Weißensee und Schönhauser Allee. Dort lebten Leute wie sie, nicht reich, aber sie konnten die teuren Mieten zahlen. Auch sie hatte noch als Reichstagsabgeordnete eine Wohnung in einem dieser hellen, modernen Neubauten gefunden, 10 Minuten zu Fuß von der Ringbahnstation Hermannstraße in Britz. Sie wohnten ganz oben, Isja, Gerhard und sie, 3 Zimmer, Bad, Balkon. Dieses bürgerliche Familienleben blieb ungewohnt. Ihr Sohn war bei den Großeltern in Wien aufgewachsen und noch nicht lange bei ihr. Sie musste jedes Mal nachrechnen, wie alt er war, 31 minus 17. Da aber erst Weihnachten Geburtstag hatte, war er also noch 13 und das, was ihre Kolleginnen einen guten Jungen nannten. Gerhard hatte an der nicht weit von der Wohnung entfernten Reformschule, in der sie ihn mit Hilfe ihrer letzten noch verbliebenen Beziehung untergebracht hatte, gleich 2 Klassen überspringen können. Ihn würde sie nicht am Abend auf Ringwand-Knutschtour mit jugendlichen Außenseiterinnen treffen. Sie versuchte nie so genau hinzusehen, ob einer ihrer Schützlinge dabei war. Aber es war eh zu verraucht im Abteil, als dass sie Gesichter hätte erkennen können. Die Ringbahn war ein beliebter Treffpunkt. Wo sollten diese verlorenen Kinder auch hin? Vor allem im Winter. Die Tagesheime waren überbelegt und wegen der Aufsicht nicht sehr beliebt. Gerhard blieb ihr fremd, währenddessen er zu Isja vom ersten Moment ein Vater-Sohn-Verhältnis hatte. Er nannte ihn Max. Isjas Deckname aus illegalen Zeiten. Außenstehenden fiel die Ähnlichkeit der beiden auf, was sie jedes Mal belustigte, denn sie waren nicht verwandt. Sie verbrachten viel Zeit miteinander, sogar die Mathematik hatte Isja Gerhard nahegebracht, während sie den ganzen Tag unterwegs war, oft mehr als 10 Stunden. Isja konnte wunderbare Geschichten erzählen. Am heftigsten mussten sie lachen, wenn er das Geräusch der Geige nachmachte, mit der Albert Einstein ihn, den ausgebildeten Konzertpianisten, begleitet hatte. Eine gequälte Katze war nichts dagegen. Abends spielten sie, seit der dritte Mann da war, häufig Skat. Isja, den man eher für eine Schachbegabung gehalten hätte, war ein gefürchteter Skatspieler. Eigentlich gewann er immer, trotzdem sie regelmäßig die Karten austauschte, weil sie annahm, er zinkte. Ruth fand es immer noch seltsam, abends von der Arbeit zu kommen und ein Essen stand auf dem Tisch, das weit mehr Kalorien hatte als die Ration für den Tag, die sie für die von ihr betreuten Familien hatte errechnen lassen, um festzustellen, was sie schon wusste, dass sie alle unterernährt waren. Gerhard hatte ihr bei der Statistik geholfen. Sie war alles andere als unterernährt. Ihre Mündel nannten sie Klops oder Bulette. Sie war aus dem Reichstag Schlimmeres gewohnt. Isja hatte die russischen Rezepte seiner jüdischen Großmutter im Kopf. Alle Zutaten waren auf Jiddisch, eine von 5 Sprachen, die Isja beherrschte. Er streifte gerne durch die Stadt. Im Moment saß er viel zu Hause, das langweilte ihn schnell, obwohl er zu tun hatte als Übersetzer und einen Roman schreiben wollte über all das, den ganzen Wahnsinn der letzten Jahre in ihnen und um sie herum, seine Zeit im Gefängnis, ihrer beider Ausschluss aus der KPD vor 5 Jahren, der sie immer noch aufbrachte, ihre gemeinsame Zeit als Vorsitzende der Partei. Aber nun hatte er seine Arbeit für sie unterbrochen, für ein Buch, das sie dem Rowohlt Verlag versprochen hatte. Beim Skat hatten sie sich den Titel ausgedacht, Kinderfibel. Isja sagte, dass ihm dieses gegenwärtige Leben auf jeden Fall mehr Spaß bereite als die KPD, aber sie vermisste den Reichstag und den Moment, wenn sie ans Pult ging und die Pöbler sich breit machten und sie schneller war. Sie kannte mehr Schimpfworte als jeder Eckensteher an der Kastanienallee. Isja dagegen konnte besser Geschichten erzählen. Er wusste, wie man Spannung erzeugt. Sie hatte nur die nackten Geschichten. Gestern hatte er das Wort
Tugendrose ins Manuskript geschrieben. Eine Tugendrose ist einmal Plass sicher nicht gewesen. Was für ein Satz. Da wollte man gleich wissen, was die Alma denn sonst war. Alma Plass, die mit dem Fürsorgezögling Erich Bessel den jungen Horst bekommen hatte, der dann selber ein Fürsorgezögling wurde, von einem dieser Berufsvormünder, die abgeschafft gehörten. Übten entweder Macht aus über ihre Mündel oder machten es nur wegen des Geldes. Warum nannten Leute, die aus den verschiedensten Gründen nicht in der Lage waren, ein Nest zu bauen, ihre Kinder eigentlich Horst? Vom Balkon konnte man auf ein weitläufiges Feld schauen. Da saß Issja sogar noch jetzt im November. Er war in Russland geboren, Kälte schreckte ihn nicht und machte auf der Schreibmaschine aus den Frauen in Ruths Geschichten Pseudomegären. Dabei hatte sie doch nie etwas von den griechischen Göttern und ihren Helferinnen gehört. Er selbst war der einzige Mann zwischen lauter Hausfrauen des Aufgangs, deren Ehegatten als Hauptkassierer, Bankbeamter, Montageinspekteur oder Kaufmann ihren Tagwerken nachgingen. Neulich hatten sie belustigt festgestellt, dass sie zweimal im Adressbuch der Andreasberger Straße 9 stand. Einmal als Fischer R., Fürsorgerin und dann noch als Fürsorgerin Golke E., neben Issja als Maslow A., Schriftsteller. Alle drei hatten sie ein T hinter dem Namen für Telefon, aber nur eine Nummer. Neukölln 5188. Sie liebte es, die Namen zu wechseln wie Kostüme. In ihrer Geburtsurkunde stand neben dem Datum 11. Dezember 1895 die Notiz, das Kind hat einen Namen noch nicht erhalten, bis man ihr Wochen später den Namen Elfriede gab. Da hatten die Protestanten sich gegen die Juden in der Familie durchgesetzt. Nachname Fischer. Denn die Eltern waren zum Zeitpunkt ihrer Geburt nicht verheiratet. Elfriede Eisler hieß sie erst nach der Hochzeit der Eltern. Sie hatte sich fest vorgenommen, in ihrem Buch über die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen von proletarischen und bürgerlichen Kindern in unklaren Verhältnissen zu schreiben. Geschadet hatte es ihr nämlich nicht, als namenloses, uneheliches Kind auf die Welt gekommen zu sein. Sie hatte trotzdem das Wiener Rasumowski-Gymnasium besucht und danach Philosophie studiert, dank der väterlichen Dynastie von Tuchhändlern. Und als Frau eine kommunistische Partei gegründet. 1915 heiratete sie Paul Friedländer, 1919 wurde sie Ruth Fischer und geschieden. 1922 ging sie für die deutsche Staatsangehörigkeit eine Scheinheirat mit Gustav Golke ein und wurde unter diesem Namen Reichstagsabgeordnete. Frau Abgeordnete Golke, Sie dürfen dem Herrn Reichsaußenminister nicht vorwerfen, dass er ein Betrüger sei. Diesen Satz hatte sie behalten. Sie liebte ihn. Später würde sie noch viele Namen haben, in Paris eine weitere Scheinheirat eingehen und in Romanen unter fiktiven Namen erkennbar bleiben. Aber das wusste sie noch nicht, als sie in der Ringbahn saß und sich vornahm, im nächsten Adressbuch Issja den Haushaltungsvorstand zu überlassen. Vielleicht sollten sie auch gar nicht mehr im Adressbuch stehen. Lange würden sie sowieso nicht mehr im teuren Brit sein. Demnächst mussten sie rücken. Die Ersparnisse aus ihrer Tätigkeit als Reichstagsabgeordnete waren aufgebraucht. Ihr Einkommen als Fürsorgerin zu mickrig für eine Neubauwohnung. Sie hatte schon eine neue Wohnung gefunden am Hohenzollern-Damm in Wilmersdorf in der Bechstädter Straße 14. Diskret, die Leute hatten keine Namen am Klingelschild, alles war etwas kleiner und billiger. Sie hing nicht an den Dingen, aber Issja brauchte seine Bibliothek und seinen Flügel und die Schreibmaschine, da reichte eine Kochstube nicht. Der Blick von dort ging auf die Ringbahn, mit der sie fortan über Westkreuz und Gesundbrunnen zur Arbeit fahren und andere Menschen sehen würde. Vermisste sie dann jemand im Zug über Ostkreuz? Man grüßte sich zwar nicht beim Einsteigen, aber die junge Frau mit dem Kompotthütchen lächelte ihr jeden Morgen auf dem Bahnsteig zu. Das Hütchen war neu. An der linken Hand blitzte ein Verlobungsring. Die Verheiratete würde nicht mehr Ringbahn fahren, sondern Mutter und Hausfrau werden. Manchmal überlegte Ruth, ob sie der jungen Frau sagen sollte, dass diese Kleinbürgerlichkeit eine Sackgasse für Frauen war. Sie verkümmerten wie Gänseblümchen an einer Hofmauer und wurden dazu gebracht, die Nationalsozialisten zu wählen wegen der Ordnung. Aber vielleicht war es auch ganz anders bei der jungen Frau. Der Künftige ging stempeln und sie war froh, die Arbeit zu behalten.
Erst urbaniert der feine Mann, dann zieht er sich die Lackschuhe an. Sie las das jeden Tag an der Holzwand, an der Stirnseite des Wagens, unter der Hutablage. Und jedes Mal ärgerte sie sich über den Spruch, der in ihrem Kopf sofort das Wort urinieren aufrief. Isja hatte den Spruch umgedichtet. Erst ruiniert der feine Mann, dann zieht er sich die Lackschuhe an. Das passte besser zu ihrer Realität als die schwachsinnige Übersetzung eines Schuhcremeproduktes in ein Tätigkeitswort. Außerdem putzte der feine Herr nie selbst. Der hatte Personal, das zu ihrem Klientel wurde, wenn das Kartenhaus dieser prekären Existenzen zusammenfiel, weil es schief gebaut war oder weil es zu viel Wind von außen gab. Hatte es die Firma Lem nicht auch erwischt, an Erdal in Süddeutschland verkauft und wieder ein paar Industriearbeitsplätze weniger in Berlin und mehr Arbeit für das Bezirkswohlfahrts- und Jugendamt? Sie, Ruth Elfriede Maria Fischer Eisler-Golke, wollte die Welt grundlegend verändern und nun klebte sie zu kleine Pflaster auf großflächige Brandwunden. Als der Zug in die Station Kaiser-Friedrich-Straße einfuhr, steckte sie sich die zweite Zigarette an. Ihr fiel ein vielschrötiger Mann auf, der schon nervös an der Kante des Bahnsteigs wartete und dessen Schnapsfahne sie deutlich roch, als er sich neben sie setzte. Eigentlich fuhren jeden Tag die gleichen Leute im letzten Wagen mit. Die meisten waren Büromädchen, Tippsen, städtische Angestellte wie sie, die nicht zu spät kommen wollten. Arbeiter nahmen frühere Züge, ihre Schicht fing meist schon um 6 Uhr an. Sicher war es ein Schlachter, der verschlafen hatte und 4 Stationen bis Zentralviehhof fuhr. Sie glaubte ihn zu kennen. War er nicht einer der Freunde von Anna Moldenhauer und der Portierfrau mit den 6 Kindern, die fast jede Nacht mit den Schlachtern aus dem Viehhof feierte und trotzdem jeden der 6 Aufgänge, die sie zu betreuen hatte, penibel sauber hielt? Bis der Ehemann wiederkam, den sie rausgeschmissen hatte wegen Nichtsnutzigkeit und die Möbel holen wollte, weil er ja der Haushaltsvorstand war und den Mietvertrag unterschrieben hatte. Aber die Möbel hatten die Schlachter mal kurz aus der Wohnung geholt. Der Ehemann fand nur leere Räume vor. Kaum hat er aufgegeben, stellten die Männer die Möbel zurück. Das war eine der besseren Geschichten. Der Schlachter war inzwischen eingeschlafen und schnarchte den Schnapsatem aus. Er hatte tiefe Augenringe. Ostkreuz stieg das Kompotthütchen, war es nicht zu kalt für das Ding, mit den meisten der anderen, die seit Hermannstraße im Wagen waren, um. Neue stiegen ein. Ruth schaute an die Decke. Die kreisrunden Leuchten erinnerten sie an die Lichter der Straßenbahn in Moskau. Kinder sind Blumen der Erde, hatte dort als Reklamespruch an der Wand gehangen. Sie hatte es mühsam in ihrem schlechten Russisch ins Deutsch übersetzt. Jetzt musste sie oft daran denken, wenn sie ihre Mündel sah, die wie Unkraut mickerten. Immer war ihr in Moskau jemand auf den Fersen gewesen, wenn sie nach draußen wollte, die neue Hauptstadt erleben, die langsam Form annahm, überall wurde gebaut. Aber sie war im Hotel Lux wie in einem Ausnahmezustand. Jede Ratte, die in den dunklen Hauseingängen der Wörter und der Weißenburger, der Franzecki und Kastanienallee an ihr vorbeihuschte, erinnerte sie ans Hotel Lux, wo es vor Ratten nur so wimmelte. Die größte Ratte aber war Stalin, der sie 10 Monate nach dem überheizten in dem überheizten Käfig festgehalten hatte. Manchmal glaubte sie, auch jetzt noch einen Schatten hinter sich zu spüren, nur wusste sie nicht, waren es die Nazis, wie der fast zarte, aber fischäugige Typ in seiner senfgelben Uniform dort an der Tür, der seit Ostkreuz mitfuhr und dauernd zu ihr herüberblickte, oder ihre Genossen. Als der Schlachter Station Zentralhof ausgestiegen war, sah sie dort, wo er eben noch auf der Holzbank gesessen hatte, dass der Satz Jude verrecke ins Holz geritzt und mit Kopierstift nachgezeichnet war. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Golke. Dich hängen wir zuerst auf, wenn wir in der Macht sind. An der Landsberger nahm sie ihr Notizbuch aus der Handtasche und schrieb, die Fürsorgeerziehung ist ebenso wie wenig eine Erziehung, wie die Erziehung des Kindes Charlotte durch die überforderte Mutter Minna. Die Fürsorgeerziehung degradiert das Kind der Mutter, die ein Mensch dritter Klasse ist, zu einem Menschen vierter Klasse. Wir plädieren kontra in einem trivialen Fall. Wäre Minna eine Bohemian, würde man ihr nicht Schlampigkeit vorwerfen, weil um 2 das Bett noch nicht gemacht ist.
Wäre Minna ein Kind aus gehobenen Kreisen, hieße sie Katharina und hätte das Kind nicht bekommen. Wenn Ruth dann noch eine Haltestelle vor sich hindöste mit offenen Augen, fiel bald auf der linken Seite der Schatten der Gasometer in die Augenwinkel. Dann musste sie die fast aufgerauchte Zigarette ausdrücken und die Tür rechtzeitig aufreißen. Im November herrschte am S-Bahnhof Prenzlauer immer dicke Suppe. Da vermischte sich der Kohlendreck des Gaswerks mit dem Staub der Baustellen nördlich der Ringbahn. Die Treppe zur Allee war steil, steiler als die, die sie heruntergefallen war. Wenn sie von Freunden gefragt wurde, wo sie denn nun nach ihrer Zeit als Parteivorsitzende und Reichstagsabgeordnete beschäftigt wäre, sagte sie belustigt, sie sei eingekeilt zwischen städtischem Obdach, städtischer Desinfektionsanstalt und städtischer Gasanstalt, als übrigens städtische Angestellte. Das Elend gehörte zu ihrem Geschäft, wie der Gestank und die Krankheit zu den anderen. Prenzlauer Berg war ein Ort, wo alles hinkam, was nicht gut roch, tot oder krank war. Da passte sie hin, vom Arbeitsamt geschickt, als Aussätzige der Partei von Stalins Gnaden, bei deren Auftauchen die guten Genossen die Straßenseite wechselten. Sie hatten auch im Amt angerufen und sie als gefährliche Spalterin denunziert, als korrupt und manipulativ. Der Leiter der Abteilung, Walter Friedländer, hatte jeden Einzelnen abgewimmelt. Sie rechnete ihm das hoch an. Er wiederum brauchte jede Hand, die Probleme wuchsen ihm seit Beginn der Weltwirtschaftskrise über den Kopf. Die Menschen verdienten immer weniger, falls sie nicht sowieso schon stempeln gehen mussten. Selbst in die Sphäre der gehobenen Heimarbeiter und Zwischenmeister war die Armut eingekehrt, wie bei Familie Salkowski, der die Aufträge wegbrachen und die, weil sie die Wohnung verlor, zur Mutter ziehen musste, wo sich die vier Kinder bei der Großmutter mit Tuberkulose ansteckten. Die Inflation fraß das Geld, wie Raupen den Wald fressen. Das hatte Maslow ihr gestern ins Manuskript geschrieben. Fakt war, sie konnte sich an die Armut nicht gewöhnen. Sie hatte die Welt verändern wollen, aber nun machte sie Tag für Tag Kompromisse. Kaum 5 Minuten brauchte sie zu Fuß vom Bahnhof zum Büro. In der Kneipe an der Ecke Hiddenseer trudelten sie eine Lage aus. Der Wirt stand in Pantoffeln hinter der Theke. Sie kannten sich schon, ab und an zog sie hier ihre Schützlinge raus. An Schicksal wollte sie nicht glauben, eher an unglückliche, meist unverschuldete Umstände. Eine Witwe starb an einer Wurstvergiftung, Minderjährige an einer verfuschten Abtreibung, die meisten an Seuchen. Der Abstieg ging reibungslos. Die Kinder blieben zurück, in mehrfachem Sinne. Manchmal sah sie abends, wenn sie von einem ihrer letzten Termine zur Ringbahn zurückging, ihre Mündel auf dem Pullmann-Rummel an der Schönhauser. Manche betrunken, die Mädchen immer viel zu jung für ihre Begleiter, die ihnen Pfefferkuchenherzen oder Zuckerwatte schenkten, worüber sie sich so freuten, dass ihre Augen kurz aufleuchteten und sie weich wurden, zurückschenken wollten. Kinder, die Kinder bekamen, Mädchen, die verfallen waren, wie man hier sagte, nachdem sie sich in den dunklen Ecken herumgedrückt hatten, oder wie Willi und Grete, die Geschwister neben sich im Bett, Sex hatten. Und trotzdem immer wieder der Versuch, die Begabten herauszufischen und irgendwo unterzubringen, wo sie sich vielleicht entwickeln konnten. Sie ging an der Danziger durch das Tor, grüßte den Pförtner. Auf sie warteten neue Geschichten für ihr Buch, hart, ungerecht und aussichtslos durch einen falschen Schritt oder die Umstände. Sie war 35 Jahre alt und hatte einen fast 14-jährigen Sohn und einen Mann, den sie liebte und der sie vergötterte. In 10 Jahren und 8,5 Jahren, nachdem Isja und sie Berlin auf einer Harley-Davidson Richtung Tschechoslowakei verlassen hatten, im Gepäck ein paar Kleidungsstücke, falsche Pässe und das erste Exemplar der Kinderfibel, während Gerhard in SA-Haft misshandelt wurde, würde ihr Sohn in London leben und sie in New York, in letzter Minute gerettet, während ihr Mann, Arkadi Isja Maslow, der begeistert skeptische und virtuos melancholische, ironische, kluge und begabte Geliebte ihres Lebens in Havanna unter ungeklärten Umständen starb. Sie sollte Berlin nie wiedersehen. Vielen Dank, Annette. Ich applaudiere mal für
stellvertretend in der Hoffnung, dass andere diesen Impuls auch haben. Wie gesagt, es können jetzt auch Fragen direkt an Annette Kröschner gestellt werden, entweder über YouTube oder über diese Nummer, die ich da gerade in meinem Namen etabliert habe, über Signal und, was haben wir gesagt, Telegram. Und bis vielleicht was kommt, unterhalten wir uns ein bisschen, Annette. Ich habe gleich, als du anfingst zu lesen, kam mir die Frage auf, was kommt quasi von dir und was konntest du recherchieren? Also der erste Moment, wo ich das dachte, war diese geniale Formulierung des 5 nach 12. Hast du das irgendwo gefunden von ihr oder ist das deine Übertragung ihrer Gedanken sozusagen? Naja, das ist, es ist so eine Mischung und man lässt sich da ja nicht so gerne in die Karten gucken, aber ich habe sehr, sehr viel recherchiert. Also ich habe wirklich jede Adresse, die sie hatte, ich bin da sogar hingefahren und habe mir das angeguckt, diese Orte, wo sie gewohnt hat. Ich glaube, bis auf Neukölln, das habe ich nicht geschafft, aber ich war zum Beispiel in dieser Bechsteiner Straße, wo sie zuletzt dann gewohnt hat und bin das auch mit der Ringbahn abgefahren und so und habe natürlich auch sehr viel über diese Ringbahn, die ja damals auch noch andere, also die fuhr da nicht rundherum, sondern die machte so Kehre am Potsdamer Bahnhof. Also das war ja dann damals immer noch so ein bisschen anders und so, es gab den Ring über Ostkreuz und den Ring über Westkreuz. Also solche Sachen musste ich natürlich auch recherchieren, auch sowas, dass eben jetzt, wenn man zwischen Greifswalder und Prenzlauer fährt, ist es ja ziemlich weit und sehr hell, aber damals gab es diese 3 Gasometer noch an der Stelle, die dann 94 im Prinzip gesprengt worden sind. Und da war es ja auch viel dunkler an der Stelle. Und solche Sachen habe ich dann eben sehr genau auch recherchiert. Und natürlich alles das, was eben in der Kinderfibel drin ist, da gibt es ja Fallgeschichten. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass diese Fallgeschichten an manchen Stellen sehr blumig waren. So sowas wie Tugendrose oder irgendwie so Sachen, was ja auch im Text vorkommt, Sachen, die wo so Skat vorkommt oder sowas, ja, so wie mit gezinkten Karten spielen oder irgendwie so. Und dann habe ich gemerkt, dass es sehr viele Gleichzeitigkeiten gab zu den Briefen, die Maslow geschrieben hat an Ruth Fischer. Da gibt es sogar ein ganz tolles Konvolut auch, was ich mal im Parteiarchiv gelesen habe, weil ich mal eine Ausstellung machen wollte über das Karl-Liebknecht-Haus. Als Ruth Fischer und Maslow KPD-Vorsitzende waren, gab es das Karl-Liebknecht-Haus noch nicht. Aber als ich in dem Zusammenhang habe ich damals einen sehr schönen Briefwechsel, sehr poetischen Briefwechsel von den beiden gefunden, den ich aber leider nicht kopiert habe. Aber ich hatte es noch so im Ohr, dass der so eine ganz blumige Sprache hatte, auch also so sehr viel mit Metaphern gearbeitet hat. Und irgendwo in einer Biografie stand, dass er halt mitgeschrieben hat. Und man kann sehr genau sehen, wo Maslow seine Finger drin hatte. Immer wenn es so, wenn er so diese Liebesgeschichten von diesen Prenzlauer Bergern so irgendwie, wenn die geschildert wurden, dann hat man das Gefühl, dass er da mitgeschrieben hat. Und das habe ich natürlich dann auch mit reingenommen. Ja. So, der hat ja die ganze Zeit halt zu Hause gesessen und hat auf der Schreibmaschine geschrieben. Ja, wollte ja dann auch Romane schreiben und hat da quasi immer den ganzen Tag zu Hause verbracht, um zu schreiben. Und sie war eben den ganzen Tag über unterwegs. Und dann war eben diese interessante Geschichte mit dem Sohn, Gerhard, der ja quasi viele Jahre gar nicht bei seiner Mutter aufgewachsen war. Also die waren sich auch relativ fremd, weil der war ja immer bei den Großeltern. Was ja auch interessant ist im Zusammenhang mit, man hat einerseits diese Fürsorger und andererseits ist das eigene Kind bei den Großeltern aufgewachsen. Also es ist ja auch so ein Widerspruch, der heute viel, viel, viel stärker im Fokus wäre. Damals war er halt nicht so sehr im Fokus. Es passierte halt oft, dass die Kinder bei Großeltern aufwuchsen oder so. Aber gleichzeitig war sie eben dann auch näher dran an den Leuten, ja, weil sie eben nicht dieses bürgerliche Leben, Heldenleben hatte, sondern eben wirklich ein außergewöhnliches Frauenleben auch.
Und dieser Sohn war in dieser Reformschule in Neukölln und die gibt es ja heute noch. Die heißt. Das ist die Fritz-Karten. Genau. Und ich habe da interessanterweise vor einem Jahr gearbeitet, weil ich für das HAU ein Projekt gemacht habe, ein Schulprojekt, so wie wir das damals ja auch gemeinsam mal gemacht haben, als du noch im Kinder- und Jugendmuseum warst. Und da war ich in dieser Schule. Und durch Zufall kam diese Schule jetzt halt wieder zu mir zurück, weil Gerhard Eisler dort auch, der hieß gar nicht Eisler, aber egal, da eben auch zur Schule gegangen ist. Und dieses Gebäude war damals schon gebaut worden, was heute noch die Schule, das Hauptgebäude der Schule ist. Und die ist auch, wenn man dort ist, man fühlt sich da auch sofort wohl, weil es ist echt einfach ein toller Bau. Und ein tolles Schulgelände. Und das war eine sehr angenehme Arbeit. Und plötzlich merkt man halt, dass eben ja, der Sohn von Ruth Fischer da in die Schule gegangen ist. Also es war auch ein schönes Erlebnis, dann nochmal zu sehen, aha, das kenne ich ja, war ich ja mal und so. Und in der Zeit, aber so habe ich es verstanden, wo sie Fürsorgerin war, da hat er auch schon bei ihr gelebt, oder? Da war er nicht bei den Großeltern, also in der Berlin-Zeit sozusagen. Naja, sie war ja, das war ja die Geschichte, die jetzt hier nicht so eine große Rolle spielt, weil sie zu dem Thema nicht so passt. Aber sie war ja nach Moskau beordert worden, nach ihrer Zeit, oder sie war, glaube ich, noch KPD-Vorsitzende, nach Moskau beordert worden, ist da verhaftet worden und festgesetzt worden im Hotel Lux und ist nur durch sehr große Beharrlichkeit überhaupt konnte sie wieder zurückkommen. Also, ich meine, 5, 6 Jahre später wäre sie dort im Gulag gelandet. Aber zu der Zeit hat sie es noch geschafft, wieder rauszukommen. Und in der Zeit war ja ihr Sohn auch nicht mit in Moskau. Der war ja die ganze Zeit über eigentlich bei den Großeltern und ist dann erst gekommen, als sie quasi diese Funktion nicht mehr hatte. Und dass er mitgeschrieben hat als Co-Autor, das ist in der Kinderbibel ja überhaupt nicht ersichtlich, ne? Also da wird er als Co-Autor nicht erwähnt, Maslow jetzt nicht, der Sohn natürlich. Nee, ich denke mal, das war ja damals auch so, dass immer einer den Namen gab und also dieses kollektive Schreiben war noch nicht so sehr verbreitet, glaube ich. Außerdem gibt es ja noch einen zweiten Autor, Franz Heimann, der an dem Buch mitgeschrieben hat, wo ich zum Beispiel auch nicht weiß, was sein Anteil ist. Also ich denke mal, dass er wahrscheinlich viel auch gemacht hat mit so Statistiken oder sowas, ja. Also so richtig ist nicht klar, wie die Autorschaft war. Also kann man nicht so genau trennen. Es gibt eine Frage vom Publikum, ob dieser Text irgendwo erhältlich wäre. Also ich als Vertreterin des Museums kann die Frage gar nicht beantworten, weil bei uns gibt es diesen Text gelesen, in gelesener Form, nicht von dir, aber eben als Audio. Aber bei uns würde man ihn nicht bekommen. Wie würdest du die Frage beantworten? Ja, ich kann nur sagen, er ist nicht veröffentlicht. Also bisher ist er nicht, also nur veröffentlicht in dem Sinne, dass es eine gesprochene, von Ines Burde gesprochene Fassung gibt, die im Museum zu hören ist. Aber zu lesen ist er eigentlich nirgendwo. Bisher ist er unveröffentlicht. Muss mal sehen, wo er irgendwie mal reinpasst, dass man ihn Aber mitbekommt. das würde, es spricht nichts dagegen, das nochmal einem anderen Publikum auch zugänglich zu machen. Nö, nö. Ja. Also ich habe ja weiterhin die Rechte, also von daher. Ja. Und es gibt jetzt die Frage, nochmal ein bisschen was Konkreteres über die Kinderfibel zu sagen, also über die Inhalte der Kinderfibel. Beziehungsweise, das gehört ja zusammen, die Arbeit von Ruth Fischer während ihrer Zeit im Jugendamt Prenzlauer Berg. Ja, das ist Fibel in dem Sinne, dass es ein Lesebuch ist, ja. Also es werden sehr viele Fallbeispiele gebracht und da rein dazwischen stehen eben halt immer so auch so Statistiken oder also es ist eigentlich ein Lesebuch über
Also eigentlich so Lebensgeschichten, die aber wirklich unter so einem soziologischen oder sozialfürsorglichen Aspekt beschrieben sind. Ja? So ähnlich wie jetzt meine Geschichte ja auch keine rein literarische Geschichte ist, auch wenn sie literarisch eher daherkommt. Aber es ist ja auch sehr viel Information drin, die jetzt sozusagen über diese, über ihre Arbeit, über ihre Tätigkeit damit drin ist. Und hier ist es im Prinzip... sind so Lebensgeschichten, die aber eben auf diese, wo auch immer diese Forschungsergebnisse der Zeit auch mit drin vorkommen. Ja? Also es fängt immer an mit einem Fallbeispiel und dann im weiteren Sinne kommt es dann eben noch quasi, werden auch so allgemeinere Sachen über die Lebensumstände der Menschen in der Zeit, also auch sehr viel so. Was ich auch sehr interessant finde, so wie sind die überhaupt da in den Prenzlauer Berg gekommen? Also so diese überzähligen Bauernkinder, die dann irgendwie in die Stadt geschickt wurden oder Leute, die erst vorher in Süddeutschland oder Südostdeutschland gearbeitet haben, als Näherin oder Weber oder so, die dann nach Berlin gegangen sind, weil sie sich dort größere Verdienstmöglichkeiten und vorgestellt hatten und die sie auch hatten, aber durch die Weltwirtschaftskrise haben eben halt viele, vor allem auch Heimarbeiter, ihre Zuarbeit verloren, also weil die Hauptmeister nicht mehr genug Aufträge bekommen haben. Und so ist diese ganze Heimarbeiterkultur, die es im Prenzlauer Berg sehr viel gab, die haben schlagartig alle ihre Aufträge verloren und dadurch gab es eben auch eine große Armut. Und das wird eben alles auch minutiös in dem Buch auch beschrieben. Ich kann mal das Inhaltsverzeichnis, also am Anfang geht es über Krise, Stempeln, Wohlfahrt, also so ein Überblick über die Wohlfahrt. Und dann gibt es statt einer Einleitung Kind gebiert Kind, also dass eben diese sehr vielen ungewollten Schwangerschaften, also auch so eine, ja, obwohl es jetzt nicht direkt darum geht, aber dass dieser Paragraph 218 dazu führte, dass eben die Kinder kriegen mussten, weil sie auch nicht abtreiben durften oder eben unter zweifelhaften Versuchen von, quasi auf Küchentischen versucht haben, Abtreibungen zu machen und Kurpfuscherinnen da oftmals auch dazu führen, dass sie dann keine Kinder mehr bekamen und so. Also das kommt aber alles in diesen Lebensgeschichten vor. Also man bekommt einen sehr guten Einblick eigentlich auch in die Lebensumstände, die Kinder und Jugendliche damals in diesem Bezirk hatten. Also es ist auch wahnsinnig trostlose Lektüre auch, weil und man merkt auch, dass sie eben versucht, so die Begabungen, die sie so findet, dann auch zu fördern und dann, wie sie auch enttäuscht ist, wenn es dann nichts wird, weil wieder irgendwas dazwischen kommt, weil wieder irgendwie jemand stirbt oder das Kind dann doch aus der Lehre genommen wird, weil es auf die Geschwister aufpassen muss oder so. Und man merkt halt so in dem Buch dann auch, dass sie dann eben auch so wahnsinnig enttäuscht ist darüber, dass es wieder nicht geklappt hat. Was man aber sieht, was vielleicht auch so ein bisschen Unterschied ist zu heute, sie hat schon so eine sehr genaue Hierarchie auch so, also von so, das gibt halt für sie so ein Lumpenproletariat oder Kinder aus denen, wo sie schon von vornherein sieht, aus denen wird jetzt nichts, in Anführungszeichen. Also sie ist da jetzt auch nicht so fürsorglich, wie man, also so Sachen, die man heute auch gar nicht mehr so formulieren würde, sind dann doch eher noch so drin, ja. Also es ist schon interessant auch, diese Abstufung, ja. Und wenn ich das richtig in Erinnerung, ich habe nicht alle gelesen, aber einige, sie erzählt das ja gar nicht aus der Sicht der Fürsorgerin, sondern eigentlich aus der Sicht der jungen Leute, über die sie was beschreibt. Ne? Und zum Teil ja recht drastisch. Also ich erinnere an diese Geschichte mit den Geschwistern, die eben in einem Bett miteinander dann auch Sex haben. Und das ist eine recht drastische Geschichte. Ja, man kann schon sagen, dass es so personale Erzählungen sind, also die sehr nah an dieser Person dran sind, über die sie schreibt. Aber dadurch, dass es eben nicht so durchgehend ist, sondern zwischendurch eben immer wieder so allgemeine Sachen auch vorkommen, taucht sie auch manchmal als Person auf, ohne dass jetzt ich sagen würde. Aber das
Also wo dann sozusagen ihre Perspektive auch beschrieben wird, also wo so eine Art Perspektivwechsel stattfindet. Und es gibt ja auch zwischendrin dann mal so Artikel von anderen, also zum Beispiel hier über den Einfluss der Wirtschaftskrise auf den Gesundheitszustand der Kinder vom Professor Engel Dortmund oder so. Also das ist dann hier so dazwischen und dann wieder Statistik und so, ja. Also es ist jetzt nicht, man hätte es ja auch so machen können, dass es nur Erzählungen aus der Sozialfürsorge gewesen wären, aber sie will halt mehr auch noch damit. Das, ich denke mal auch, dass es mit dem Heimann zusammenhängt, dass immer auch noch so eine, also diese Geschichten eher Illustrationen sind für eine Wirklichkeit, für eine soziale Wirklichkeit, die man eben eigentlich auch verändern möchte. Aber und eigentlich als Politikerin wieder eigentlich ins Spiel kommt. Ne? Es gibt ein paar Fragen tatsächlich zu ihr auch als Politikerin. Das eine, ob du noch mal etwas näher auf die Zeit als KPD-Vorsitzende eingehen könntest. Und eine weitere Frage, ob du was erzählen könntest von dem Prozess gegen ihre Brüder. Ja, also den Ausschuss für unamerikanische Tätigkeit wahrscheinlich. Ne? Also sie war ja im Prinzip erst in der KPÖ gewesen, die hatte sie gegründet und sie ist dann 1919 alleine, also ohne ihren Mann, ohne ihr Kind nach Berlin gegangen und hat dann dort vor allen Dingen auf Betreiben von Karl Radek, das war der Gesandte der Kommunistischen Internationale in Berlin, durch den ist sie dann auch so in diese, über die Kommentaren auch in die KPD gekommen und war dann eben halt von 24 bis 28 Reichstagsabgeordnete für die KPD im Deutschen Reich, also im Quatsch, war ja die Republik, also im Reichstag. Und hat aber in dieser Zeit im Prinzip diese Querelen gehabt als Vorsitzende. Ja. Sie war dann, das kann man, es ist immer so kurz schwer zu erklären, aber es gab ja immer diese Verbindung zwischen der Kommentaren, den sowjetischen Vertretern, die dann irgendwie nach Deutschland kamen, die dann so auch so Strippenzieher waren. Und sie hatte eine bestimmte Unterstützung durch bestimmte Leute aus der Kommentaren. Und es gab dann aber so Verschiebungen auch innerhalb der KPD. Und sie gehörte zu den sogenannten Ultralinken. Sie war eigentlich eine Antiparlamentarierin. Und in der Zeit setzten sich aber andere Kräfte in der KPD durch. Und sie war dann eben, sie hat dann, war eine Gegnerin von Stalin und hat seine Kommentarenpolitik auch offen kritisiert und ist dann eben abgesetzt worden als KPD-Führerin zusammen mit Maslow und musste dann eben nach Moskau. Maslow glaube ich nicht, aber sie. Und in der Zeit ist dann Thielmann KPD-Vorsitzender geworden. Also es war so eine Art kalte Entmachtung. Und diese Kräfte haben sich eben sehr stark durchgesetzt. Und sie ist dann im Prinzip ausgebotet worden und ist dann halt Sozialfürsorgerin geworden. Und was den Ausschuss für unamerikanische Tätigkeiten angeht, sie war, also als sie dann auf Sozialversorgung war in der Zeit, war sie immer noch sehr stark verbunden auch mit allem, was so in der KPD passierte. Es war nicht so, dass sie das irgendwie kalt gelassen hat, sondern sie war da, sie war jetzt noch keine Renegatin in dem Sinne. Das ist ja erst später geworden. Und das hing damit zusammen, sie ist ja dann sie ist ja dann mit Maslow auf dieser Harley-Davidson noch in rechtzeitig aus Deutschland rausgekommen, 1933, nach dem Reichstagsbrand. Mhm. Und war auch auf dieser Liste der auszubürgernden Personen unter Elfriede Golke, aber unter dem Namen. Und damit konnte sie halt immer spielen, mit diesen verschiedenen Namen auch. Mhm. Und weil sie eben nicht als Golke da weggegangen ist, hat sie eben das auch geschafft, ins Ausland zu kommen und war dann in Frankreich und war interessanterweise in Paris, in Saint-Denis wieder Sozialfürsorgerin. Mhm. Und hat dann, was sie ja auch in Deutschland schon gemacht hatte, da hatte sie diese Scheinheirat mit dem Golke eingegangen, um deutsche Staatsbürgerin zu werden und hat dann, um französische Staatsbürgerin zu werden, ein Pluchot geheiratet, auch einen verdienten französischen Kommunisten, der
der schon sehr alt war und der hat sie dann geheiratet und dadurch war sie französische, hat die französische Staatsbürgerschaft und konnte sich eine Weile da in Frankreich halten und ist dann aber wollte ins Ausland und also musste dann auch weiter aus Frankreich weg, als die Besetzung war. Und sie hat es geschafft, nach Amerika zu kommen und Maslow kam nur nach Kuba. Also der durfte nicht ausreisen nach Amerika, also in die USA und ist dort unter ungeklärten Umständen umgekommen, also auf der Straße gestorben. Und sie ist der festen Meinung gewesen, dass er umgebracht worden ist durch Stalin, was bis meiner Ansicht nach nicht hundertprozentig bewiesen werden konnte. Also es blieb quasi im Wagen und das hat sie aber so dermaßen aus der Bahn geworfen, dass sie eben auch wirklich nichts mehr mit zu tun haben wollte mit der kommunistischen Bewegung und hat dann eben 1947 gegen ihre Brüder ausgesagt. Gerhard Eisler war ja quasi so für Agitation und Propaganda in der KPD auch zuständig und ist dann später auch in der DDR, hat es in so einer Funktion gearbeitet. Und sein Bruder Hans, der ja nicht Mitglied der Kommunistischen Partei war, der geriet da auch mit rein. Also die Familiengeschichte ist schon eine äußerst spannende Geschichte. Ich glaube, das war Charlie Chaplin, der gesagt hat, es ist schlimmer als bei Shakespeare ist mit dieser Familie. Und sie ist dann halt in New York gewesen und hat es dann auch geschafft, und er hatte ein Harvard-Stipendium und hat es geschafft, dass Franz Jung 1948, also auf ihr, also sie hat für ihn gebürgt, dass der dann nach Amerika gehen konnte, aus dem ungarischen Exil über viele Stationen Italien, dann ist er dann nach Amerika gegangen und dann haben die beiden halt noch versucht, über diese Geschichte zu schreiben, was ihnen dann, wie gesagt, nicht mehr gelungen ist. Also weil hier Wahl und Abwahl war, sie ist nicht abgewählt worden, sie ist abgesetzt worden und gewählt worden ist sie aber, was man damals so innerhalb der KPD unter Wahl verstand, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber sie ist da durch Mehrheitsbeschluss an die Macht gekommen mit Maßnahmen. Weißt du, ob das damals auch schon thematisiert wurde, dass sie da als Frau erste oder Vorsitzende dieser Partei war? Das war ja auch außergewöhnlich. Oder war das gar nicht Thema in dem Sinne? Ja, das ist das Gleiche wie bei Rosa Luxemburg, die ja auch immer gefragt wurde und die eigentlich eher so mit dieser Frauengeschichte nicht so viel zu tun hatte, weil es immer dann auch, ja gut, das war so der Nebenwiderspruch, ne? So dass die Einzige, die glaube ich dann noch sehr stark mit Frauenbewegung verbunden war, war Clara Zetkin, aber die ist jetzt auch eine Generation älter gewesen als Ruth Fischer. Na, sie war ja am Anfang auch als Frauen, sie war irgendwie so die Frauenvertreterin der KPD, so ist sie auch irgendwie eine Weile, hat sie dann eine Frauenabteilung geführt. Aber sie hat da, glaube ich, nicht so große, krieg es jetzt nicht mehr zusammen, aber ich erinnere mich dunkel, dass sie damit nicht so viel zu tun haben wollte, weil es immer so ein bisschen dann auch dieses, dass man quasi dann so abgeschoben wird in so eine Nebenabteilung. Und das war ja, glaube ich, sie wollte da irgendwie eher mit den Männern mitmischen. Aber ich kann es jetzt nicht so detailliert sagen. Ich weiß nur, dass sie da irgendwie aus dieser Frauenabteilung auch wieder raus wollte. Aber ich glaube, das war auch, also wenn man jetzt so im Netz guckt, sieht man halt, dass so gerade auf so österreichischen Seiten sie natürlich als eine der wichtigsten Frauenvertreterinnen österreichischer Frauen auch immer ihren Platz gefunden hat, ne, so in den Biografien. Da findet man sie auch häufig. Ja, wenn man guckt, dann ist sie in der Biografie, ist ja auch dieser Teil, der jetzt für unsere Ausstellung besonders interessant ist, eben dass diese der Fürsorgerin, ihre Tätigkeit als Sozialfürsorgerin, das ist ja in ihrer Biografie mehr oder weniger wie so ein Randprodukt, ne? Also da ist sie ja vor allen Dingen als Politikerin, fällt sie ins Auge, sage ich jetzt mal.
Naja, das war ja auch das Besondere, glaube ich, was ja auch in der Ausstellung so rauskommt. Also wie zu einer bestimmten Zeit in diesem Wohlfahrtsamt oder Sozialfürsorgeamt im Prenzlauer Berg halt jemand alle möglichen Talente für diese Tätigkeit zusammensucht von überall her und auch eben viele Frauen. Es war ja damals überhaupt nicht noch nicht so durchgesetzt, dass diese Arbeit vor allen Dingen Frauen machen. Ja, das ist war ja auch was Neues damals. Ne? Also es gab ja kommt ja auch in dem Buch sehr stark raus. Das waren diese Vormünder. Das waren ja auch, man hat das heute manchmal bei Pflegefamilien, wenn irgendwie dann rauskommt, dass viele nur Pflegekinder haben, weil sie das Geld dafür bekommen wollen. Es taucht ja immer mal auf, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist in einer Familie, dann wird mal darüber diskutiert, dass es ja auch Paare gibt, die damit Geld verdienen wollen. Und das war in der Zeit gang und gäbe, dass einfach Leute, die eigentlich von Pädagogik oder von Kindern überhaupt keine Ahnung hatten, eben Vormünder waren für Kinder und oftmals auch nur so entschieden haben, wie es ihnen gut tat. Also, dass sie eben halt weiter dieses Geld für diese Vormundschaft bekamen und kein großes Interesse daran hatten, dass die Kinder eben halt, die begabt waren, eben auch wirklich dann gefördert wurden. Ja. Und das spielt in dem Buch an zwei oder drei Stellen auch eine Rolle, dass man irgendwie, also dieses Unwesen der Vormundschaft. Ja. Das waren immer, Männer, die da Vormünder waren. Ja, ja. Da würde ich nämlich noch gerne noch mal kurz anknüpfen. Die Ausstellung heißt ja Aufbruch und Reform und das wird sehr deutlich, ne? Dass Walter Friedländer, der Leiter des Jugendamtes war und in diesem Aufbruch die Chance auch gesehen hat, ein Team zusammenzustellen mit wirklich einem großen Anteil von sehr engagierten Personen, die aber wiederum, also anders als du gerade von den Vormündern erzählst, die ihre Qualifikationen mitgebracht haben, die zum Teil auch quasi über Nebenpfade sich ausgebildet haben. Also einfach mit einem wahnsinnigen Engagement und auch so einem politischen Verständnis von dieser Art der sozialen Arbeit dort angefangen haben und tatsächlich eine ganz reformistische Bewegung hervorgerufen hat, so, ne? Die durch die NS-Zeit radikal unterbrochen ist und wo es sie dann mühevoll wieder Aufbau gab, erst nach der Zeit. Naja, ich meine, hat das ja auch mit den, also was ich dann schon sagte, mit diesen Reformschulen, die gab es ja in fast jedem Bezirk. Ne? Also gab es ja auch im Prenzlauer Berg oder so diese Freiluftschule für tuberkulosekranke Kinder. Also solche Sachen waren ja alles Errungenschaften dieser, im Prinzip so einer sozialen Bewegung auch und auch einer Gesundheitsbewegung auch, die einfach geguckt hat, wie schaffen wir das, dass in diesen engen bebauten Bezirken eben auch die Leute nicht einfach an so Kinderkrankheiten sterben oder an Seuchen, Tuberkulose, Grippe und so weiter, weil sie eben auf so engem Raum leben. Also wie schafft man es, dass die Kinder einfach mehr Luft und mehr Erholung haben? Ja? Und da ist ja viel passiert in der Zeit. Ja. Und also auch die Koedukation, also diese Reformschulen waren ja auch oft koedukative Einrichtungen. Und ich finde, dass in dieser Zeit eben dort an den Stellen, wo Sozialdemokraten an der Macht waren, sei es jetzt Städtebau oder Sozialfürsorge, eben solche Sachen eben auch gefördert worden sind. Also man hat das ja auch mit diesen, also mit so Leuten wie Taut oder so, die dann eben angefangen haben, auch anders zu bauen. Und das kommt ja auch im Text vor, diese Siedlungen, die nach dem Ersten Weltkrieg gebaut worden sind, wo eben mehr Licht und Luft und Sonne sein sollte. Ne? Ja. Die sich aber leider eben nicht alle leisten konnten. Ja. Es gibt noch eine Frage zu dem Titel, da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen, der Kinderfibel. Also nochmal eine Nachfrage, dass die Kinderfibel eben kein Buch für Kinder war. Der Titel ist tatsächlich irritierend, oder?
Oder führt in eine andere Richtung, als man aus heutiger Sicht vermuten könnte. Ja, das ist ja auch so, wenn man diesen Titel sieht, dann würde man das ja auch für ein Kinderbuch halten. Ja, das ist so eine Collage, eigentlich eine sehr tolle, toll gemachte Collage, die auch genäht ist. Also das ist so wirklich ein richtiges Kunstwerk. Aber das war ein Buch, was eigentlich überhaupt nicht für Kinder war, weil es wirklich sehr, sehr drastisch ist in allem, was diese Leben angeht. Ja, also da ist alles drin von Kindstoden, Schwangerschaften, die, wo die Mutter starb, Tuberkulose in der ganzen Familie. Also es ist wirklich auch eine Aufzählung von menschlichen Schrecken. Ja? Also das ist wirklich für Kinder eigentlich bis heute nicht geeignet. Und das gibt es ja in der Neuauflage auch, ne? Also vielleicht, weil du hattest erzählt gerade, dass du es im Antiquariat gekauft hast. Also es ist tatsächlich wieder zu erwerben. Ja. Auch im Antiquariat, aber nicht zu dem Preis der Originalausgabe sozusagen. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zur Ausstellung, weil wir gerade bei dem Reformgedanken, vielleicht interessiert es ja tatsächlich Leute, die jetzt zugucken, dass Ruth Fischer eben eine herausragende Persönlichkeit war und in dem Team aber rund um Walter Friedländer eine von vielen, sage ich mal, also wirklich Persönlichkeiten, die entweder auch einen Ruf hinterlassen haben sozusagen oder auch in der Ausstellung, in der Arbeit, die sie in der Zeit gemacht haben und dann auch, wenn sie geschafft haben zu fliehen, was vielen geglückt ist. Also das Team bestand aus vielen sehr linksdenkenden Personen, aber auch vielen jüdischen Personen, sodass das tatsächlich 33 sich mehr oder weniger auflöste in seiner Form. Es gibt wirklich eine ganze Handvoll sehr spannenden Biografien in der Ausstellung, die auch das wiederum ist erwerbbar in einem Buch über diese Person zusammengefasst sind. Da waren und, ja auch einige dabei, die, wenn sie aus dem Exil wiederkamen oder irgendwie überwintert hatten, dann auch eine 45 auch gleich weitergemacht haben. Ja, ja. Ja. Oder wie Friedländer, der dann in den USA geblieben ist, aber der dann weitergeforscht hat und engen Kontakt hatte weiterhin zu einigen aus seinem ehemaligen Team und auch wieder hergekommen ist, um über seine Forschungen weiter berichten zu können. Und es gibt immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Moment gibt es nämlich keine aktuellen mehr. Ich würde sagen, wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich soll nochmal erinnern, dass es auch über Signal und Telegram möglich ist, über diese Nummer. Ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns als Museum natürlich weiter über Interesse. Es wird auch weitere digitale Veranstaltungen geben und hoffentlich dann auch irgendwann mal wieder vor Ort in der Ausstellung die Möglichkeit, eben die Ausstellung zu zeigen. Und morgen um 14 Uhr gibt es eine Live-Führung durch die Ausstellung von dem Leiter des Museums und einem der Kuratoren. Also wenn jetzt die Lesung erzeugt hat, dass Sie neugierig geworden sind, freuen wir uns sehr, wenn Sie am Ball bleiben. Und dir, Annette, würde ich sagen, ich freue mich sehr, wenn wir diese Zusammenarbeit fortsetzen können und wenn es immer wieder Gelegenheit gibt, dass du in deinem, wie soll ich sagen, Heimatbezirk, kann man das so sagen, oder dem Bezirk, in dem du lebst und wo du ja auch viel schon recherchiert hast, wenn wir einfach diese Form der literarischen Zusammenarbeit fortsetzen können. Ja. Ich würde jetzt nicht von Heimat sprechen oder wenn, dann von entfremdeter Heimat, aber nein, eigentlich nicht Heimat. Aber ich sage, ja, ich lebe seit 83 hier. Ich habe jetzt sozusagen alle Enthäutungen dieses Bezirkes erlebt und hoffe, ich erlebe noch ein paar. Aber weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch genug, was man noch nicht erforscht hat. Ja, auf jeden Fall. Oder die verschiedenen Schichten, die immer wieder auf sichtbar bleiben. Ja, oder neue, die dazukommen. Ja.
dann würde ich denken, dass wir jetzt schließen. Vielen, vielen Dank für die Lesung und für das außerordentlich spannende Gespräch. Ich könnte das jetzt fortsetzen, aber vielleicht verabschieden wir uns vom Publikum, vom nicht sichtbaren digitalen Publikum. Danke, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart und hoffentlich auf bald. Ja, danke für die Einladung. Tschüss.